Damit noch bei YouTube. Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Glücklichen Horizons mit mir, die lieben Silence, lieben Blue Jenny. Hallöchen! Hilfe! Dem lieben Marek. Moin. Und dem lieben Flame. Hallo. Also, ich habe gesehen, ich darf, 4 weitere Maschinen bauen. Korrektur, 6 weitere Maschinen. Das heißt, die brauche ich zweimal, Extruder einmal, Wiremill zweimal und Plate Bending Machine einmal. Heißt, ich brauche 4 Motoren. Tada. 12 Motoren. Egal, Studi, 13 Motoren. Geht ja geläufig schon mal rein. Äh, 21 Motoren. ...27 Motoren, 33 Motoren. Ich habe die böse Befürchtung, das wird nichts mit 33 Motoren. Ich brauch da noch ein bisschen mehr, Christian. Also wenn du mir mehr davon machen kannst, wäre das super. Das stellt automatisch gerade her. So, hier war... Da war Gold und Silber war... Wo war Silber? Da. Insgesamt werden gerade noch weitere 26 hergestellt. Wir haben 24. Ich werde mehr brauchen. Wir haben 26 werden hergestellt. Wir haben 29, meine ich. So, wie von Wenn dem du auch eine Nanosuit-Rüstung willst, brauche ich mehr. Echt? Guck ich mein Ticket. Apropos Flame, wie weit bist du eigentlich? Denn? Mit, Arbeite dran, ist gut. Okay. Aber gut, dass du weißt, was ich meine. So. Ach du Schande, ich brauch so viel Elektrum jetzt. Das heißt, ich darf das Elektrum da gerade nicht verwenden. Ne, ich hab gar keins. Vergiss es. Ist die Frage aber, warum es leckt? Hä? Ja? Es leckt doch gar nicht. War das wieder einer deiner Flachwitze und den versteht gerade keiner? Ja. Ah, okay, gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Hasse mich. Silber. Ach du Schande. Ja, gut, dass ich davon mehr gemacht habe. Ah! Hier ist ja sogar noch ein Motor. Dann brauche ich noch jede Menge Stainless Steel Platten. Mit jede Menge meine ich jede Menge. Ich brauche nämlich 6 Stück. Ach du Schande. Boah, wird vielleicht ein bisschen teuer jetzt gerade. Und die Interface reichen nicht aus, die ich extra gemacht habe. Yay. Und ich habe zu viele Maschinenhals gebaut. Weil ich eben schon extra welche auf Vorrat gemacht habe. Aber ich kann eigentlich mal was anderes machen. 3, 1, 2, 3. Hallo. Warum gibt es hier eigentlich schon Effekte? Was würdest du die ganze Zeit laufen? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Doppelausrufezeichen? Ich rede von der neuen Base. Nein, die hast du von der alten mitgenommen. Glaube ich nicht. Ich schon. Ist Lügenpresse. Lügenpresse, ja. Lügenpresse. Lügenpresse so. Hat gesprochen. Hasst es, wenn ihr eure Zeug nicht
aus den Maschinen rausholt. Du hast ja mit Sicherheit eine angefangene Polyethylenzelle im Inventar. Nein, tatsächlich nicht. Meinst du für das Rubber? Assembling Machine. Also. So. Und im Regelfall nehme ich halt die Sachen nur nicht raus, weil ich gefühlt 10 Maschinen gleichzeitig nutze. Ach, ich muss noch Night Vision Goggles machen. So, dann da und ab zurück. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, statt LV, HV, Alloy-Smelter zu nutzen, können wir das natürlich auch mal ausnutzen. So. Das sollte jetzt langsam aber sicher mal reichen. Dann brauche ich noch ein paar von den Platten und dann sollte ich, glaube ich, nicht alles haben. Ja. Ich muss meine Aussage revidieren, ich brauche doch mehr Schaltkreise. Wie viele denn? 8 Stück. Ist in Ordnung, kannst du aus der Kiste rausnehmen. Doch nicht, 16 Stück. Darfst du dir auch rausnehmen. Ich werde eh nicht mehr alles schaffen heute. Ja, also ich werde das heute auch nicht. Vergiss es. 32 Stück. Das bitte heute nicht mehr. Wenn's geht. Digga, wie teuer ist das bitte? Ja, gut, was erwartest du? Also, ist ja auch Endgame-Rüstung, mehr oder weniger. So, dann da einmal rein. Einmal das. Nano ist kein Endgame. Nein, aber es ist Anfang des Endgames sozusagen. Also Anfang. Es ist die die letzte Rüstung mehr oder weniger vor Midgame-Rüstung. Besser? So. Und außerdem lass mir meine Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, gut, in Industrial Craft kriegt man die schnell. Ja, gut. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Dass man Industrial Craft nicht wirklich vergleichen kann mit dem, was wir hier machen, ist irgendwie klar. Na, reicht das überhaupt noch? Nö, reicht nicht mal an Kabeln. Wer hat das Elektrum da rausgenommen? Ich. Warum? Den neben dir. Weil ich das gerade brauche. Also nicht das Elektrum, sondern die Maschine. Okay. Ja, dein Elektrum schmeiß ich dir zu. Danke. So. Dann das auch noch, damit Marek nicht meckern muss. Ach ja, wo ich Industrial Craft 2 durchgespielt habe und am Ende mit der Quantum Boost Spaß hatte. Jeder vom Server wollte mich irgendwie umnieten. Habe von allem keinen Schaden bekommen. Ja. Ist halt normal mit der Quantum Rüstung und ein normales Modpack. Aber ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster und würde sagen, dass du hier noch ordentlich Damage kriegst von allem. So, ich glaube, ich habe jetzt alles gleich zusammen. Dann 32 Motoren, Inventar ist wieder leer. Dann brauche ich 4 Stück von denen. Ich brauche 6 von denen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Es sind noch mehr als 32 Schaltkreise, Digga. Ja, dann wäre es ganz nett, wenn du es heute nicht mehr machen würdest. Würde ich so oder so nicht. Ja doch, könnte ich packen, aber... So, 2 von denen. Nein, was fehlt? Oh. Okay, Goldkabel fehlen mir. Das ist in Ordnung. Naja, selbst der Rapier hatte keine Chance gehabt, aber gegen den Chaosdrachen hilft sie aber nur. Ja, klar. Chaosdrachen wird ja auch immer stärker.
Ich brauche Gold. Wir haben bald kein Gold mehr. Haben wir auch noch Gold? Dust. Das tatsächlich ja. So, und wir haben keinen Rubber mehr. Außer jemand hat das Molten Rubber da rausgenommen. Ich hab nichts und. Ja. Ist das Zeug zu schnell? Ist halt auch einiges, was man da braucht. So, dann einmal das Ding. Einmal das. Ach komm. Mach ich gleich zwei von. Einmal das und zwei weitere Interface und Inventar einmal wieder leer machen, bitte. So. Dann. Weiß ich eigentlich gar nicht mehr, auf was ich warte. Wer macht hier eigentlich so viele Tinwire? Ich. Hä? Ich nicht. Ich hab grad Press gemacht. Also irgendwie macht hier gerade einen ganzen Haufen Tinwire. So. Na kommt Goldkabel. Ich glaube an euch. So, die beiden versuchen noch einen Helm zu craften, dass wir die Quest haben. Dann können wir den Rest auch offline craften. Kannst du gerne versuchen, wenn du das möchtest. Allerdings, das wären 12 Schaltkreise. Ist in Ordnung. 10 oder 12, eins von beiden. Ist in Ordnung. Hey, HV Bending Machine, die wir nicht bei uns aufstellen. Hat jemand noch ein Rubber Sheet und eine Stainless Steel Rod? Die ganzen Rods sind. Eins! Ja, so passt. So. Ach Mist, die reichen glaube ich nicht. Oder? Nein, das war falsch. Ne, die reichen nicht. Ach, bitte lass noch ein bisschen Kantal durchgelaufen sein. Ja, danke. Ich bin jetzt 13 Minuten dabei, nur den Kram zu craften. Da lädt ja jemand seine Dinge auf. So, ich brauche noch einen einzigen Barren. Danke. Übrigens, zwei HV-Batterien reichten, um genau drei Stück, um genau ein Stack Ingots von Hot in Cool umzuwandeln. Nur falls jemand das nochmal benutzen möchte. Better than Duct Tape? Was ist das? Soldering Iron vielleicht? Achso. Stimmt, da war ja was. So, ich brauche die Normal Pipe. Danke. Halt, das ist ein Duct Tape. Und Advanced Extruder. So. Sehr viele HV-Maschinen gemacht und keine davon werden wir benutzen. Kommando zurück, es sind EV-Schaltkreise. Du brauchst 12 EV-Schaltkreise. Ich brauche nicht 12 EV-Schaltkreise, nee, ich brauche 36. Nee, ich brauche pro Goggles 4 Stück. Was ist Tier 4 IO? Was ist das? Was? Unten auf IO. Nochmal bitte. T4 Doppelpunkt IO. Input, Output, keine Ahnung, in welchem Kontext? Generated World. Ach so, das heißt, du bist bei Planeten.
Ja, aber ja. Was heißt Io? Io ist der Planetenname. Io? Ja. Oh Gott. Steht da nicht irgendwas bei? T? Ja, Punkt, Tier Punkt. 4. Ja, Tier doch, 4 hab ich gesagt. Achso, das, Ist Venus als nächstes. Ja, okay. Dann kann ich die Quest ja gar nicht machen. Oh Gott. Also kannst du gern versuchen, aber bau bitte eine Tier 4 Rakete. Ja, klar. Sag Bescheid. Ja, machen wir mal eben so nebenbei. Ja, klar. Ja, why not? So, das sind jetzt 5. Das heißt, ich darf noch 3 Maschinen hier benutzen. Und meine Batterie ist leer. Na, klasse. So. Ich brauche einen besseren Homepunkt. So, set home ME. So. Also, das heißt, wir haben jetzt noch 2-mal die Wiremill. Wir haben 1-mal die Bending Machine. Okay. Achso, ja gut, 8 Channel. Dann den Extruder, dann Assembling Machine. Wie gesagt, wir werden die Dinger dann demnächst nochmal sortieren, sobald wir, ja, ich sag mal, vernünftig Channel und sowas übertragen können, alles. Wobei, eigentlich wäre es ja, wäre es schlauer, die jetzt per Hand schon, jetzt schon sortieren? Ihr habt weder eine T2 noch eine T3 Rakete. Ja, deswegen ja. Aber, ja, Jenny schafft das bestimmt. Ach, Tobi, warum haben wir noch keine T2-Rakete? Weiß ich nicht. Warum habe ich noch kein Copy-Tool von dir bekommen? Keiner hat Schuss unter dieser Nummer. Nein, einfach nein. Ich habe gesagt, ein was? Das Copy-Tool. Für die Conduit Probe. Warum habe ich das noch nicht bekommen von dir? Ich hätte nicht gesagt, dass du es bauen sollst, falls du gerade an dir zweifelst. So. Haben wir irgendwo eine Cutting Machine? Mehrere. Wenn wir eine haben. Also, kannst du ja aussuchen. LV, MV oder HV. Steht auch alles. Müsste eigentlich da so an der Ecke, sage ich jetzt mal, stehen. Über den Fluid Assembler, falls dir das was hilft. So, Problem ist, ich habe jetzt leider nur noch 3 Filter übrig. Das heißt, ich brauche jetzt noch... Was? Ach, Base, so. Ich brauche noch 3 neue Filter. Bedeutet Feinstil. Ach du Schande. Und Zink. Ach komm, dann hau ich das letzte Rest jetzt durch. Also, du sollst Programm 3 und du musst, glaube ich, Programm 10 sein. Na? Ja, ist richtig. Ja. Genau, also die Quest werde ich dann demnächst durchgehen. Aber an sich ist es halt, ist eigentlich nur runtergecraftet, war nichts Besonderes bei, oder? Nein, war nichts Besonderes. Ja, also im Endeffekt Carbon haben wir schon ein paar Mal hergestellt. Energetic Alloy hatten wir auch schon mal hergestellt. Das Black Steel Gold, beziehungsweise die ganzen Sachen hier. Ja, für den Helm müssten wir IV-Schaltkreise machen. Die kriege ich jetzt nicht so schnell zusammen. Nee. Genau, und Energy Crystal haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Ist einfach Redstone und Ruby Dust. Genau. Hui. Gibt's da nicht auch schon einen Buff nur mit einem Ding? Buff, buff. Keine Ahnung. Zumindest keine Debuffs. Ist ja auch schon mal was wert.
Das stimmt. So. Wo hast du das Polyethylen hingetan? Das habe ich zurück in die Chest getan. Ah, da, okay. Im Gegensatz zu euch tue ich meine Flüssigkeiten ja wieder weg. Ja, zu meiner Verteidigung, ich habe extra die Sachen so verteilt, weil ich die ständig brauche. Egal. Mir aber nicht. Ich darf mich rausreden. So. Ich brauche noch 3 von den blöden Filtern. So. Kann das sein, dass wir nicht genug Strom haben? Ich bin mal so nett. So. Ich hab die Cutting Machine hier unten. Ja, habe ich gerade gesehen, deswegen habe ich mal Strom nachgelegt. Ja, ist aber nicht dringend, also. Ja. Vorbereiten, wenn wir das Ding irgendwann mal machen. So. Jenny? Ja. So, jetzt was? Sag mich mal. Hau drauf! Mit deinem Schwert. Angetouched. Lol, ja, du kriegst ja keinen Schaden. Ist gut, ist gut. Das Ding muss auch wieder aufgeladen werden. Du kriegst halt keinen Schaden. Der schöne Strom. Jenny? Ja? Die Nanosuit-Rüstung, ist das dir ein Begriff? Kann ich gerne schlagen, ich kann es austesten, ob es mir ein Begriff ist. Oh. Offenbar nicht. Marek? Okay. Darf ich? Ich glaube, selbst wenn wir da zusammen drauf schießen, stirbt er nicht. Ich habe keine volle Nanosuit-Rüstung, ich bin aber auch nicht mehr voll live, Tobi. Weiß dann nicht, wie viel heil dich mal eben. 90 von 90. 90. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen. Heißt ja okay. Du musst auch treffen, Junge. Wie viel waren das? Jenny, mach ich 65. Hey, du hast mich doch schon einmal getroffen. Ja, ich wollte, ich habe die Zahl nicht schnell genug gesehen. Ich habe einen Pfeil im Rücken. Im Rücken. Gesagt, darf im ich jetzt Rücken? Mal schießen mit meinem Bogen? Und ich so. Mache ich ja irgendwie 150 Damage. Darf ich jetzt auch schießen? Nein, darfst du nicht. Ich zeig dich an wegen häuslicher Gewalt. Mach das. So, dann jetzt hier noch die 3 Filter rein. Und ich muss ein bisschen Polyethylen verteilen. Wir haben hier auch noch ein bisschen was drin, jupp. So, dann kommt das wieder zurück. Die kommen da rein. Gut, das heißt, jetzt muss ich die Sachen zusammensammeln. Bedeutet, oh, ich habe die falschen gemacht. Dann würdest du mehr Energetic vorbereiten? Ja. Ja gut, ich brauch das Ding halt, um uns allen in der anderen Rüstung zu... Also wenigstens die anderen Sachen zu craften. So. Silicon Solar Grade. Check. Ja, tja, Tobi wird das zwar nicht mögen, aber... Warum, was kostet das? Alles gut, ach nicht viel. Alternativ kann ich natürlich auch Molten Conductive Iron benutzen. Was schon günstiger ist. Das ist die erste Stufe. Okay, aber davon brauche ich auch mehr. Dann macht es keinen Unterschied. So, also im Endeffekt, wir brauchen jetzt schon 2 Blast Furnace. 3 Blast Furnace, Entschuldigung. Wir müssen uns nur überlegen, da wir Dauercraften wollen, eigentlich den Vakuumfreezer, müssen wir den überhaupt dauerhaft, also mehrfach aufstellen?
Ich würde sagen, solange einer reicht vom Tempo her und sich die Sachen nicht anstauen, können wir eigentlich mit einem Exportbooster dran arbeiten und fertig. Weil wenn der Bus nicht wegfährt, ist alles gut. Bildung! 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 Was? In 4 Tagen kommt der zweite Teil des neuen Pokémon-DLCs raus. Ja, und jetzt? Keine Ahnung, ich wollte es erwähnt haben. So. Warum hab ich 47 Silberkabel 2 im Inventar? Wer schmeißt mir die ganze Zeit solche Sachen? Ich war es ausnahmsweise mal nicht. Kann sein, dass du rübergelaufen bist, wo ich Marek das, wo ich Flame das zugeschmissen habe. Ich bin schon überlegen, die Switch mit auf die Arbeit zu nehmen, aber ich habe leider keine Zeit dafür. Stimmt sogar ehrlich mal. Also, ich habe hier die Wire Mill. Da möchte ich gerne Tin Wire machen. Ist Programm 3, genau. Nein, Filter muss ich hinten noch einstellen. So. Kein Blackstil, das mehr. Alter! Annihilated Copper. Auch mit Programm 3. Und Bending Machine mit Programm 1. Marek, warte. Oh Gott. Und das, genau, das funktioniert. Und hier möchte ich gerne ohne Programm stackweise Stahl rausballern. Wird schon wieder kein Elektrum hergestellt. So, dann einmal alle Maschinen kurz anschmeißen. Der Blastfern ist kein Strom. Das kann eigentlich nicht sein. Dann muss irgendwas ganz gewaltig kaputt sein. Ah ne, so. Der hat kein Hydrogen mehr. Wir haben kein Hydrogen mehr? Ah ne, das ist der zweite, oder? Muss nur nachgetankt werden. Ja, genau. Bildschirmtank haben wir. Da einmal ungefähr ein Stack. Eins. Sollte reichen. Da noch einmal das Ganze. So, haben wir ein Stack hiervon und ach so, ja. Klar, die Sachen werden natürlich jetzt nicht rausgesaugt. Logischerweise haben wir noch Silicon Solar Plates. Ach, das war ja gar nicht Minecraft. Ich hab gerade bekommen, die Katze her. Das ist schlecht. Acht. So, also, du brauchst 8000 Polyethylen. Du kriegst auch noch Polyethylen. Dann du kriegst Zinn. Du kriegst Annihilated Copper. Und Ende. Warum? Okay, du bist Programm 2 und du 3. Jetzt ist die große Frage, wolltet ihr irgendwas mit den Zinkfoils und den Iron Bars im Assembler machen? Filter. Da müssen Stahl-Wire bei. Kannst aber gern rausnehmen, habe ich nur auf Vorrat reingeschmissen.
Du sie dir erstmal da drüber in die Chest, dann. Tu dir das so. Polyethylen auch direkt drüber rein. Ja. So. Genau, dann sind die, aber. Warum? Warte mal, wenn ich die jetzt hier reinpacke. Shit. Hey, ich darf wieder anfangen zu klicken, weil ich dumm bin. So, die Hose habe ich dann jetzt für jeden. Nice. Klingt nach Spaß. Mehr brauche ich Energetic Alloy. Ohne Ende. Ach. Ja, warum funktioniert es nicht, wenn man einen Filter einbaut und einen Filter nicht einstellt, dass es rausgesaugt werden soll? Ich Idiot. Keine Ahnung. So. Ich brauche hier echt einen Stromanschluss. Muss die Airbase sich unbedingt um 21 Uhr denken? Ja, eine Luftübung jetzt um diese Uhrzeit ist super. Ja, ist auch super, oder nicht? Warum denn nicht? Weißt du, wie laut das gerade war? Letzten. Wer sagt denn, dass es eine Übung war? So, und da sollen die Teile noch stackweise rein. Und bitte auch reinpacken. Danke. So, zwei Maschinen noch. Und wenn das jetzt klappt, muss ich bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise, was ist bis zum nächsten Mal? Aber an sich müssen wir dann nur noch Strom machen. Vernünftig Channel. Und wir haben ungefähr vom Aufwand her, würde ich sagen, zwei Drittel des Aufwands für HV-Schaltkreise. Oh, das ist super. Uhu. Also tatsächlich, es fehlen eigentlich nur noch die Processing Units, aber das ist nur warten. Plus Cleanroom, aber Cleanroom habe ich jetzt ehrlich gesagt noch keinen Bock zu automatisieren. Das werde ich machen, sobald wir dann halt Kabel in größeren Mengen haben. Du musst dafür doch eher das Ender-Chests machen, oder? Nee, in Cleanroom kommen wir auch sowas rein. Also wir können auch ME-System Wireless übertragen, das geht auch. So. Aber das heißt, das funktioniert jetzt alles, ja. Dann werde ich die Sachen jetzt einfach ins ME-System reinschmeißen, wunderbar. Ja. Genau, also im Endeffekt fehlen eigentlich für die MV-Schaltkreise nur noch die Central Processing Units. Die kann man aber stackweise ziemlich easy herstellen. Und die Plastic Circuit Boards. Und das sind eine Maschine, zwei Maschinen, drei Maschinen. Und je nachdem, wie wir Sulfuric Acid machen wollen, aber das würde ich vielleicht auch erstmal stackweise machen. Das heißt, drei Maschinen im Endeffekt aufstellen. Und dann war's das. Also drei Maschinen noch aufstellen und wir haben alle Komponenten entweder die Möglichkeit stackweise herzustellen oder wir produzieren die. Ja. Nice. Das heißt, nächstes Mal die drei Maschinen noch aufstellen, dann Stromverkabelung überlegen, wie wir das machen. Vernünftig mit ME anschließen, weil aktuell stehen die Sachen ja nur. Ja, und dann können wir uns überlegen, den Cleanroom anzuschließen, weil wir dann sozusagen mit das Schlimmste für die Kabel eigentlich haben, weil Energetic Alloy kann man ziemlich einfach, würde ich mal sagen, in großen Mengen einfach herstellen. Ja, Christian ist ja gerade dabei. Das ist nicht so schlimm. Yeah. Conductive Iron, genau das gleiche, ist einfach nur Silber, Eisen, Kohle, Silicon, Redstone. Brauchen wir das Energetic Alloy nochmal? Für die Dense Cable. Also 10 Stück reichen erstmal aus. Mehr brauchen wir aktuell noch nicht. Okay, ich hab gleich 9 Stacks. Ja, gut. Das reicht dann erstmal. Ich brauch's ja auch, Tobi, deshalb. Ja. Nee, aber die Glaskabel
wären dann die nächste Sache. Weil die Glaskabel sind auch noch so eine Sache für sich. Die sind, ja, nicht schlimm, aber die brauchen halt einfach Zeit ohne Ende. Also für zwei Glaskabel brauchen wir, wohlgemerkt auf HV, 16... Also 180 Sekunden für die Dinger plus nochmal 10 von denen wären nochmal 12, 6 Sekunden, 60, 240 Sekunden für zwei Kabel brauchen wir aktuell. Auf HV. Geht doch flott. Ja. Also das Problem ist halt, ja. Im Endeffekt, die zwei Kabel können wir, also 1 zu 1 zu Smart Cable machen, aber halt 16 zu 4, also 4 zu 1 zu Dense Cablen. Das ist halt das Teure dann am Ende. Gut, aber dann würde ich sagen, bei YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst Kommentarbewertung da, etc., etc. Bis zum nächsten Mal, wo dann hoffentlich wieder jeden Tag eine Folge kommt. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.